damit wieder herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Odyssey. Und wir sind in der letzten Folge stehen geblieben, genau an dieser schönen Stelle. Was einfach nur himmlisch geil aussieht. So, wir wollen uns aber langsam jetzt wieder auf den Weg machen. Und zwar unseren Hauptauftrag. Und zwar die Neuankömmlinge. Ja, die von Zyklopen quasi geschickt wurden. Und da wollen wir jetzt hin und die wollen wir mal einen kleinen Besuch abstatten. So, was war das hier? Achso, konnte ich nur aufheben, ja? Okay, alles klar. Pass auf, ich rufe mal unseren schönen Phobos. Phobos, komm mal her. Bewegung. Ja. Hopp, ab, aua, au, 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 au. Pass mal auf. So, ab zur Quest. Oh, was ist denn hier los? Wer bist denn du? Talos! Noch ein Schlag und das war's. Oh! Oh, oh, oh! Der Talos hat hier gewartet. Ja, letzten Speicherschein laden. Danke. Lol? Da beginnen wir die Folge und in der ersten Minute kommt dieser Talos, dieser Kopfgeldjäger. Alter, der hat uns ja gerade... Alter! Okay. Der Talos. Na, warte mal, versuche ich mal entgegenzuwirken, sobald das hier jetzt fertig geladen hat. So, wir müssen ja quasi wieder an derselben Stelle rauskommen, genau. Da vorne ist also der Talos. Stimmt. Sag mal, kann das sein, dass der wandert? Der war doch mal hier hinten gewesen. Hm, kann man hier Details angucken? Talos, was ist denn das hier? Was ist denn höherer Schaden durch Attentate? Okay. Tod aus der Luft, höherer Schaden durch Fernangriffe. Okay, das muss ich mir jetzt mal merken. Also hier vorne ist ja Talos, also. Das heißt, er wird hier vorne auf uns warten. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ah, alles klar. Wenn er da ist, na denn... Versuchen wir einfach mal unser Glück. Auch wenn er eine Stufe höher ist wie wir. Hat er uns schon gesehen? Nee. Er hat uns noch nicht gesehen. Das ist sehr gut. Wir warten einfach. Das ist auf jeden Fall äußerst interessant, dass er hier so ist. Oh, 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 oh. Dann bleibt mir stehen. Au, oh, da bin ich schlecht ausgewischen. Aua. Okay, er ist gut, er ist stark. Oh, da war ein Headshot. Okay, okay, okay. Oh, 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 die Spannung steigt. Au, weg hier. Au, oh, 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 oh. Oh, da war daneben. Schade, 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 schade. Wir haben kaum noch Leben. Oh, falsche Richtung. Oh, wo ist er hin? Oh nein! Du kannst nicht gewinnen. Gib mir die Du kannst nicht gewinnen. Mein Schlag und das war. Na
Nein, 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 nein. Ah, Mist. Verdammt nochmal. Ah, ja, letzten Speicherpunkt. Okay, wir haben also noch keine Chance gegen Talos. Das heißt, wir müssen da ein bisschen aus dem Weg gehen. Ach, Mann, schade. Okay, er zieht also auch den Bogen, sobald wir quasi auf Terror gehen, wo er nicht rankommt an sich. Auch sehr interessant. Schön, jetzt haben wir schon das zweite Mal verloren gegen Talos. Okay, Talos ist hier vorne. Wird er jetzt die ganze Zeit hier vorne sein eigentlich? Darf ich nochmal ganz kurz auf die Karte gucken? Ja, er ist da. Und unsere Hauptmission ist ja quasi, nein, warte, nicht gnädige Götter, sondern... Hatte ich das nicht ausgewählt? Ah nee, das hat er quasi nicht gespeichert gehabt, alles klar. Gut, wir müssen also Talos aus dem Weg gehen. Au. Gut, wir gehen ihn aus dem Weg. Es hat leider noch keinen richtigen Sinn, gegen ihn zu kämpfen. Oder beziehungsweise, es ist sehr extrem schwer. Warte mal, hier kann ich Holz mitnehmen, glaube ich. Genau. Wir gehen also den... Er läuft aber weg, oder? Phobos, komm mal her, mein Schöner. Los. Okay, wir sehen ihn auch nicht, okay. So, zum Quest hier gehen. Rennt der Phobos ja quasi wieder in der falschen Richtung. Okay, anscheinend sind wir den Talos erstmal entkommen. Ich hoffe, das bleibt doch so. Da hinten ist er irgendwo, da oben. Alles klar. Gut, wir hauen aber gerade wieder ab. Gut, um den Talos, da kümmern wir uns auf jeden Fall noch in den nächsten Folgen. So ein, ne? Okay, eine neue Bucht entdeckt. Sehr nice, sehr nice. Gibt wieder ein paar Erfahrungen. Also er ist auf jeden Fall attentatanfällig. Das heißt, darauf könnten wir unsere nächsten Fähigkeitspunkte ein bisschen optimieren. Und eventuell bräuchte man echt mal langsam eine neue Angriffswaffe, ja. Wir kämpfen ja quasi immer noch mit unseren alten Schwertern. Einfach mal die Eule. Oh, du bist in der Nähe. Da sind sie und das verlassene Haus. Okay. Warte mal, ich will nicht nach unten. So. 1, 2, 3. 4. Okay, 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 okay. Das geht aber noch, würde ich sagen. Gut. Ich werde sagen, komm, wir steigen einfach hier ab. Ja, mein lieber Phobos. Und dann versuchen wir einfach mal, finde und töte die Neuankömmlinge. Machen wir. Also wir probieren es auf jeden Fall. Zwei sind drinnen. Was machen die da? Schlafen die oder? Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Das ist richtig. Scheinen zu schlafen. Hier stirbst du! Oh oh. Okay, die sind bestimmt aufmerksam. Eigentlich, wenn sie die Leichen sehen, müssen sie eigentlich sofort wissen, was hier los ist, oder? Ja, komm mal her. Oh. Oh, oh. Bin ich hier eigentlich im getarnten Busch? Ja, ich glaube ja.
Oh, der Talos ist in der Nähe. Der rennt da hinten, kann das sein? Wird jetzt nicht nachlässig, mach weiter. Also gut, los. Oh, oh. Er kommt immer näher. Oh, bei denen hat es nicht gereicht. Au. Au. Komm her, Junge. Nein, holst du nicht, hoffe ich. Au. Boah, jetzt kommt er wieder an. Ich will eigentlich nur die Neuankömmlinge töten. Oh. Okay. Ja, normalerweise überlasse ich die Drecksarbeit anderen. Du weißt nicht zufällig, wie man diesen Fleck wieder rauskriegt? Bleib, wo du bist, du wirst es lernen. Es wird mehr Blut fließen, wenn du näher kommst. Vielleicht, aber dann hörst du mein Angebot nicht, Söldnerin. Hm. Ein sauberes Gemetzel. Sehr gute Arbeit. Du hast nicht viel Mitgefühl für die Männer, die mit dir arbeiten. Nicht mit mir. Für mich. Beschäftigte. Nun, ehemalige, schätze ich. Also arbeitest du nicht für den Zyklopen? Leute wie du glauben für gewöhnlich nicht an Mythen. Nicht das Monster, der Mensch. Du bist ein Fremder. Warum bist du hier? In der Tat, ich stamme nicht von Kefalenia. Ich bin hier, weil das, wonach ich suche, hier ist. Okay. Wenn du mir folgen würdest, Cassandra. Er kennt unseren Namen. Wer bist du? Woher kennst du meinen Namen? Ich bin Elpenor aus Kira. Und was deinen Namen angeht, ich war neugierig wie du. Ich habe gefragt und man hat mir geantwortet. Wer hat dich geschickt? Ein neugieriges Wesen. Gut, das wird helfen. Du weißt mehr, als du mir sagst. Dich zu kennen ist in meinem Interesse. Und mich zu kennen in deinem. Mein wertvollster Besitz wurde gestohlen und nach Ithaka gebracht. Penelopes Totentuch. Du musst es mir zurückholen. Das Tuch von Penelope. Das Totentuch von Penelope? Der Frau von Odysseus? Das ist ein Witz. Doch, darum geht es. Unmöglich. Wenn es das wirklich gäbe, wäre es unbezahlbar. Und deshalb will ich es zurück. Ithaka ist keine kleine Insel. Ich brauche mehr Informationen. Ich würde im Haus des Odysseus anfangen. Nun, was davon übrig ist. Eine inspirierende Geschichte. Eine alte Liebe wieder vereint. Okay, wir haben keine andere Wahl. Also, wir machen es anscheinend. Also schön. Ich mache es. Erwarte nicht, dass es einfach wird. Erwarte nicht, dass es billig wird. Dann sind wir uns einig. Es liegt ein Ruderboot im Hafen. Benutze es. Es ist nicht für das offene Meer gebaut, also pass auf. Wenn du das Tuch hast, komm zu mir in den Tempel des Zeus. Nun gut. Oh, und Söldnerin? Versag nicht. Okay, also wir hatten auch gar keine andere Wahl. Wir müssen es anscheinend holen. Und
Der lumpige Lump ist immer noch da rum. Der uns immer noch sucht. Warum hat er jetzt eigentlich sein goldenes Zeichen auf dem Kopf? Ich will mal da ganz kurz gucken. Okay, das ist auch wirklich unsere Hauptmission, ja? Penelopes Tuch. Wir könnten aber natürlich noch andere machen. Auf dieser Insel, gnädige Götter könnten wir noch machen. In den Fußstapfen der Götter. Söldnerarbeit können wir immer noch machen. Was sind wir denn hier? Achso, das müssen wir noch abgeben, ja? Pass auf, das müssen wir noch abgeben. Okay, warte mal. Achso, ich wollte noch mal gucken, bei... Warum hat er... Warum hat er jetzt noch ein zweites Zeichen? Versteht ihr nicht, okay. So, Talos, die steinerne Faust. Sucht uns immer noch. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass wir den jetzt einmal abschütteln könnten, weil der geht mir echt auf den Sack. Der hätte jetzt den Kampf gerade beinahe vermasselt. Aber okay. Den werden wir aber auch noch kriegen. Ich hätte wissen müssen, dass du es bist, der die Fälle will, Ilos. Und ich hätte wissen müssen, dass du sie mir besorgen kannst. Cassandra erfüllt jeden Auftrag. Sag's nicht, Markus, sonst wird er eifersüchtig. Ich benutze den Aushang, damit alle eine Chance haben. Aber du bist immer so eifrig. Wozu brauchst du die Fälle diesmal? Die Athener brauchen Rüstung für den Krieg. Guter Schutz für sie... Gute Drachmen für mich? Hier sind sie. Es fehlt kein einziges. Und das in Rekordzeit. Nimm dein Geld, du hast es verdient. Dankeschön. Halt dich aus Ärger raus, Ilos. Das solltest du besser auch. Tja, dafür ist es leider zu spät. So, pass mal auf. Hier war doch der Schmied. Warte. Ach, hier, genau daneben ist ja. Ich will noch mal mit dem Schmied reden. Wir könnten was gravieren, wir könnten was verbessern, aber ich gucke mal... ob wir eventuell ein besseres Schwert langsamer kriegen. Weil das könnte man langsam echt gut gebrauchen. Vom Schmied gravieren lassen, Jägerschaden. Hier machen wir auch Jägerschaden. Attentatschaden. Kampfklinge, Schurkendolch. So, das sind Dolche. Wir haben... Kann ich eigentlich gerade gucken? Und was wir gerade rumlaufen? Wir rennen mit einem Schwert gewöhnlich rum. Okay. Okay, wir könnten da komplett auf den Dolch umsteigen. Oder wir holen uns einen Schmiedehammer oder halt eine große Keule. Attentatschaden. Ich glaube, guck mal, wollen wir mal eine schwere Keule einfach mal probieren? Leisten können wir uns auch, ja. So. Und können wir das irgendwie verbessern jetzt? Müssen wir das erst ausrüsten oder wie ist das? Gravieren? Sind das all die Sachen, die wir schon haben? Ja, echt? Okay, warte mal. Ich gucke mal ganz kurz, ins Inventar. Anscheinend haben wir ja schon einen Haufen Sachen. Wo ich mich echt nicht dran erinnern könnte, dass wir das schon besitzen. Okay, hier brauchen wir Stufe 5. Wir sind aber schon kurz vor Stufe 5. Hätte man den hier gar nicht kaufen müssen, ey. Und hier hat man noch einen richtig guten Speer. Und erst ist halt ausgerüstet, ja? Könnte man zerlegen? Was kriegen wir dafür, wenn wir das zerlegen? Okay, Olivenholz, weiches Leder. Okay, ich glaube, das lassen wir noch. Oder pass auf, wir rüsten das so lange aus. Das hier werden wir wieder verwerten. Und hier müssen wir warten, bis wir Stufe 5 sind. Neuer Bogen wäre natürlich auch mal nicht verkehrt. So. Ausrüstungstechnisch, haben wir hier noch schön zwei Sachen, dann brauchen wir aber auch Stufe 5. Genau das gleiche wie hier. Wollen wir das hier mal zerlegen? Wir könnten ja mal gucken, was wir da vom Schmied eigentlich alles so kriegen. Aber wir können ja mal das Beste aussuchen. Hier können wir noch gar nichts. Brauchen überall Stufe 5. Wir müssen unbedingt Stufe 5 erreichen. Oh, was ist das hier? Phobos-Skin, episch. Okay, nehmen wir einfach mal. Okay, dann gucken wir noch mal ganz kurz bei den Schmied rein. Verkaufen. So. Zurzeit ist das hier angelegt. Und das hier haben wir.
Es würde uns jetzt eine Rüstung mehr geben. Aber wir könnten es verkaufen. Gibt immerhin 26 Gold, waren das denn gerade? So, das hier würde ich gerne anlegen. Die hier könnte man verkaufen. Handelsgüter, okay. Das würde ich, glaube ich, erstmal sogar noch lassen. Weil ich weiß noch nicht, was man damit alles anfangen kann. Okay, wir können auch hier gar nicht alles verkaufen, ne? Weil wir haben ja eigentlich viel, viel mehr Sachen. Alle Handelsgüter verkaufen? Nein, das möchte ich nicht. Okay, und das hier könnte ich eventuell gravieren lassen, echt? Jägerschaden oder Kriegerschaden? Attentatschaden hat er schon, kritischen Schaden hat er schon. Okay, ich würde einfach mal den Blutopferdämmerung gravieren lassen. Nur damit wir es schon mal gemacht haben. So. Das war das. Und verbessern ist aber dasselbe. Ah ne, verbessern ist dann auf Klamotten. Ah. Okay, ich würde aber sagen, pass mal auf. Ey, der rennt hier die ganze Zeit in der Nähe rum. Dieser Arsch. Und wir verstecken uns mal und ich gehe nochmal ganz kurz ins Inventar. Ja, wir brauchen Stufe 5. Das nützt alles nichts mehr. Wir brauchen echt Stufe 5. Ich weiß ja nicht. Seltenheit, Gravuren. Ob wir uns nochmal... Nee, pass auf, wir wollen ja mal Stufe 5 werden. Wir wollen ja mal Stufe 5 werden und nehmen jetzt nochmal eine Nebenquest an, damit wir Stufe 5 werden. Wir nehmen noch nicht Penelopes Tuch, sondern wir könnten gnädige Götter zuallererst mal machen. Und Kampf mit Hades machen wir auf jeden Fall auch noch. Wir müssen da hoch, ja? So, wo ist der Talos? Da. Der geht uns immer mehr auf den Sack, habe ich das Gefühl. Ah ne, wir müssen da unten hin. Alles klar. Und an dieser Tafel können wir wahrscheinlich die nächsten Aufträge annehmen. So. Aber bevor wir das jetzt annehmen, ich denke mal, das ist diese kleine, die immer hier war, würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle eine ganz kurze Pause und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dahin, haut rein, tschüssi und danke fürs Zuschauen. Euer Bumble. Ich verstecke mich in der Zwischenzeit. Oh, gut, dass ich es gemacht habe. Er springt nämlich gerade hier wieder rum. Guti, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. The gods have spoken. You shall never leave this island that you call home. You shall never step foot out of your own village. To dare and travel the world. You shall live a small, tedious life in the comfort of your home. After all, for every hero, the world needs cowards like yourself. For your entire existence, you shall never have to face danger. To fight for your own life. Nor will you know courage, boldness, or bravery. And in the end, alone, you shall vanish, forgotten for eternity. That is the will of the gods, and your destiny shall be fulfilled.